Ja, das ist jetzt der zweite Teil zur sechsten Sektion. Wir machen hier wieder einige Beispielanwendungen, zeigen wir vor und dann am Schluss vom Video zeige ich wieder eine solche Anwendung genauer vor, also wie es genau funktioniert. Also wieder bis zum Ende dranbleiben. Ja, wie versprochen, jetzt schauen wir uns eine solche Anwendung genau an. Und wenn du Interesse daran hast, alle Sektionen zu lernen, inklusive aller Anwendungen und inklusive aller Drills, dann schau mal bei auf unserer Webseite vorbei. Da haben wir einen Mitgliederbereich für Wing Chun. Schau einfach einmal rein, ob das etwas für dich wäre. Ich werde das hier unter diesem Video in der Beschreibung verlinken. Also wir schauen uns jetzt hier diese Anwendung an. Er möchte bei mir einen geraden Faustschuss zum Kinn zum Beispiel machen. Ich ziehe mit Pax ab, mache einen Konterfaustschuss. Er pendelt leicht zur Seite, blockt mich hier und drückt hier zum Beispiel auf diese Schulter oder etwas hinaus. Deswegen übernimmt diese Hand jetzt hier, macht hier gleich diesen Faxer und ich gehe hier weiter mit einem Handlenkstoß. Ganz, ganz wichtig auch immer die Schrittarbeit. Also hier, ich ziehe ab, er macht hier einen Faustschuss, ich ziehe ab, mache Konterfaustschuss. Er drückt raus, deswegen übernehme ich, steige rüber und faxe. Ich steige deswegen auch rüber, damit eine mögliche Abwehr von ihm eher erschwert wird oder verhindert wird. Weil wenn ich hier stehen bleibe, kann er dann wieder leichter abwehren. Wenn ich hier wieder stehen bleibe, könnt ihr wieder abwehren, das geht so ewig weiter. Wenn ich hier den Schritt hier raus mache, er probiert hier eine Abwehr, tut er sich extrem schwer. Ich komme hier durch, selbst wenn er hier blockt, er ist so schlecht ausgerichtet, selbst dann würde ich mit dem Faxer noch durchkommen und mit dem nächsten Schlag werde ich auf jeden Fall ins Ziel treffen. Deswegen hier ganz, ganz wichtig die Schrittarbeit. Einfach mal langsam. Zieh ab, Faustschuss, übernehme, Faxer, Handflächenstoß. Von der anderen Seite. Also, 1, 2, 3 und 4. Natürlich kann man das Ganze auf beiden Seiten trainieren. Sollte man auch, weil in der Sektion kommt das meist zu kurz. Da trainiert man vieles nur auf einer Seite, um hier Zeit zu sparen. Aber bei den Anwendungen würde ich es dann wirklich trainieren, dass man beide Seiten trainiert.